Und damit willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Ich habe gerade ein paar Schilder geholt und plötzlich neues Dingens gekriegt. Ja, gut, ne? Das nächste, was wir erweitern, ist, würde ich sagen, Apex? Oder Straßen? Ja, komm, Apex, scheiß drauf. Ne, wobei, das sind nur drei insgesamt. Das sind auch nur drei insgesamt, okay. Dann gönn... Ach komm, scheiß drauf, Straßenrennszene. Zum Rasen geboren. Stelle dich dem zum Rasen geboren Verein. Machen die jetzt noch Blabla? Ich glaube, Jay will dir nur sein neues Auto zeigen. Obwohl auch ein paar unbekannte Anrufer nach ihm gefragt haben. Was hat er diesmal angestellt? Bei nächster Gelegenheit... Halt mal die Goschen. Pasch mal auf. Ja? Okay, ist einfach nur ein Dingens. Machen wir selbstverständlich nicht. Wir sehen uns gleich. Dann machen wir... Ditte, ja? Aber erstmal sammle ich noch ein paar Zeichen ein. Bis gleich. So. Ah ne, Moment. Okay, doch so. Ich dachte, ich hätte Spiel leiser gestellt. Habe ich aber offensichtlich nicht. Cool, ja. Stimmt, ich habe ja gerade nur gegessen und ein Video geguckt, deshalb habe ich es wahrscheinlich nicht leise gestellt. Wir machen das die Baja-Expedition. Ja, danke. Vorher nochmal kurz gezeigt, ich habe jetzt alle, die ich holen konnte, mal ebenso gemacht. Ist auf dem Dach drauf, auf das ich nicht komme, ist auf dem Dach drauf, auf das ich nicht komme. Ist auf dem Dach drauf, auf das ich nicht komme. Ja, das sind alle, die ich aktuell habe. Wir haben jetzt 80, glaube ich. Also ein weniger als Freddy. Das kann nicht richtig sein, Musik ist zu laut. Einen Moment. Okay, so, wieder da. Kleiner Spaßfakt. Er hat mir 100% angezeigt. Er war aber nicht bei 100%. Okay, wir machen jetzt hier dann die Baja-Expedition. Wollte euch nur noch mal kurz zeigen, dass wir jetzt ein bisschen weitergemacht haben. Let's go. Und ich weiß nicht, ob Freddy gerade spielt oder nicht. Weil wir sind ja auch offline. Deshalb könnte es sein, dass es so ein bisschen verzögert reinkommt, die Updates, die Freddy da macht. Aber aktuell hat er noch, ich glaube, zwei Schilder mehr als ich, ist ein Level höher oder so und hat ein paar Straßen mehr. Ja, Straßen hat er schon echt viel erkundet, muss ich sagen. Ich glaube, ich bin jetzt so 90 hinter ihm. Ja, Straßen hat er wirklich viel erkundet. Kann man so sagen. Ich war eben relativ überrascht, dass schon das nächste kam. Wir machen das alles noch, keine Sorge. La Grande Caldera. Das ist, glaube ich. Schicker erst 200. Ich habe ein Fahrzeug, aber keinen Guide. Kleine Planänderung. Sag mal, hast du schon mal einen aktiven Vulkan aus der Nähe gesehen? Junge, der ist aber agil hier, das kleine Auto. Das darfst du nicht verpassen. Okay, was war das denn? Wow, was war das? Ach, das ist doch nichts, ein kleines Beben. Die Aufhängung vom RS-200 steckt das locker weg. Das will ich hoffen. Ja, ich bin ja die ganze Zeit mit dem Nissan rumgefahren. Ich habe noch ein bisschen was umgebaut. Ja, was sehen wir aber erst im nächsten Part? Du solltest hier hochkommen. Und zwar pronto. Ich soll mich beeilen. Verstanden. Bin auf dem Weg. Warum fahren wir, wenn wir Offroad fahren, auf einmal kein Offroader mehr? Das Team in der Festivalzentrale meldet Aktivität rund um den Vulkan. Das ist nicht zufällig gerade dort, wohin du mit meinem Superstar unterwegs bist, oder? Está bien, Haley. Das ist wirklich nur eine kleine Eruption. Kein Grund zur Sorge. Okay. Aber denk dran, dass wir den Außenposten brauchen, ja? Okay. Unglaublich, oder? Meine Fresse. Der Vulkan hat sich noch nie so verhalten. Aber jetzt wacht er auf für Horizon. Kleiner Spaßfakt, ein aktiver Vulkan ist gar nicht so gesund, ja? Hört sich cool an, ist gar nicht so, wenn du dein Haus und dein Hof verlierst, wenn Lava drüber fließt. Wenn ja? du oben bist, sollten wir unsere Tests durchführen und schnellstens verschwinden. Die Wache wartet uns. Ich glaube, der Vulkan wird langsam sauer. What the fuck? Über Mexiko, um einem der Superstars unter den Fahrern zuzusehen, wie er es mit dem Zorn des Vulkans Gran Caldera aufnimmt. Bleib dran! Das Fernsehen interessiert.
interessiert sich für dich. Du kommst in die Nachrichten. Ich bleibe bei Vulkan ganz schön gefährlich. Diese Expedition scheint direkt auf den aktiven Krater des Vulkans zuzusteuern. Ach wirklich. Ja, vielleicht auch die dümmste. Aber egal, Mai. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ja genau. Warum fahren wir, wenn es um Offroad geht, kein Offroad-Auto, aber wenn wir irgendwie auf der Straße fahren, gibt es ein Offroad-Auto? Hast du etwas von Fumarolen gesagt? Sie, du wirst es nicht glauben. Sie sagten, wenn man sie öffnet, etwa mit einem Auto, lässt das geothermale Energie ab. Mach weiter, Superstar. Lass dich nicht vom Gran Caldera besiegen. Horizon XS feuert dich an. Bis zum Ende. Ja, bis zum Ende, bis ich von der Lava verschlungen werde. Klingt klug. Meine Mucke läuft hier sogar noch. Gut, Stechlein. Ich habe mit Haley gesprochen. Sie sagt, wir haben etwas Zeit. Sie will sogar, dass wir hier oben was erledigen. Für die Wissenschaft. Okay, fahr zum Fortsetzen zum Buggy. Zieh den Vulkanologen Thermalanzug an. Finde einen Standort für das Seismometer. Seismometer. Sammle eine Probe von der heißen Quelle ein. Also muss ich da einmal durchfahren? Yep. Das Wasser in der Kabine dürfte für eine Probe reichen. Oh, entschuldige, Pilot? Was dagegen, wenn wir einen Umweg machen? Ich schwöre, ich habe da draußen eine Art Scheune oder so gesehen. Ah ja, also ein weiterer Scheunenfund. What the fuck? Sieht eher aus wie ein Rennanzug als wie ein. Das hatte ich gerade noch gesehen. Gut, finde einen Standort für das Seismometer. Habe ich schon irgendwas anderes hier? Nein, okay. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal die Straßen ab. Dann finden wir hier bestimmt was. Hauptsache noch nicht den Buggy. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte keine Lust nochmal hier hochzufahren jetzt. Das hat ganz schön lange gedauert, irgendwie 5 Minuten oder so. Ja, wahrscheinlich 4. Klar steht hier noch so ein Schild. Nehmen wir mal mit. Jetzt haben wir mehr als. Jetzt haben wir gleich viel wie Freddy, glaube ich. Hoffe ich. Da ist beenden. Okay, steht sogar dran. Sehr schön. Er zeigt mir jetzt, glaube ich, gar nicht an, wie viel ich habe. Das hätte ich als Scheune durchgehen lassen, aber offensichtlich ist das nicht, was er haben wollte. Achso, ich muss noch welche von den Dingern hier kaputt machen, ne? Das habe ich ganz vergessen. Sorry. Da habe ich gerade gar nicht mehr dran gedacht. Aber das ist ja jetzt nicht so stressig. Das ist das zweite schon. Hier stehen richtig viele davon, ne? Auto, bitte. Nicht so hektisch. Also, wir brauchen noch einen Standort für das Seismometer. Da oben ist noch einer. Und da unten ist noch einer. Ah ne, den haben wir schon kaputt gemacht, okay. Schade. Gut, aber irgendwo hier müsste doch der Standort für das Seismometer sein. Ja, da ist es, oder? Ja. Geologen machen es vermutlich anders, aber... Hey, Forschung heißt Probleme lösen. Das richtig. Gönn. Ich glaube, ein Seismometer muss gar nicht so nah am Vulkan stehen. Und ich glaube auch nicht, dass ich einen Laptop so anhören sollte. Sie, wir haben das Seismometer platziert. Du empfängst die Messwerte? Buenissimo. Wir sollten uns bald auf den Weg nach unten machen. Machen wir doch gerade. Ich fahre doch gerade schon in deine Richtung. Haben wir jetzt eigentlich einen Schwein gefunden? Okay. Ein Ariel Atoms, ein Ariel Nomad ist dabei, glaube ich. Ich habe einen aktiven Vulkan aus der Nähe versprochen, aber jetzt ist die Show vorbei. Yep, genug mit dem Feuer gespielt für heute. Okay, wir fahren den cooleren von den beiden. Allerdings immer noch kein Buggy-Fan, weil die Dinger halt immer viel zu hohen jungen Schwerpunkt haben. Wow, das war gewaltig! Der Vulkan
Okay, lenk halt überhaupt nicht, kleiner Autowagen. Ich glaube nicht, dass ich hier so eine Satellitenschüssel so nah an einen aktiven Vulkan stellen würden, aber okay. Du meinst einfach geradeaus? Zurückschauen tue ich nur, wenn ich sehen will, wo du geblieben bist, Junge. Das ist ziemlich schnell mit so einem fucking Buggy. Ja, runter geht auf jeden Fall schneller als hoch, aber das ist ja meistens so. Jen, du hast dich dem Vulkan gestellt. Als nächstes ist ein echtes Wacherrennen dran. Vamos! Ja, natürlich geht's weiter. Die wäre perfekt. Also, ich muss sagen, gar kein Fan von diesem Schrotthaufen. Ich wusste nicht, dass wir gleich mit dem Rennen starten, aber los geht's. Ich bleibe bei Buggys in Schmutz. Bei den Follower sind 4 ganz schlimm. Junge! Ich lenke. Es passiert nichts. Buggy ist schon wieder ganz schlimm, ey. Ja, wenn ich das nicht in Buggys machen muss, bin ich davon ein Fan. Ansonsten, also ich möchte nie wieder Buggys fahren. War einfach Dreck. Die Gegner sind damit immer unglaublich schnell und ich hänge damit immer unglaublich hinterher. Nee, jetzt erst, Freund. Beendet als Erster. In 32 Sekunden, selbstverständlich. Ich glaube nicht. Bacher. Genau da, wo schon Bacher 500 und 1000 stattfanden. Legendäre Querfeldeinrennen. Noch nie von gehört. Also bitte, die gibt's einmal im Jahr. Wir können das jeden Tag machen. Nice, nochmal Autos gekriegt, okay. Wir müssen gleich auch mal wieder Sachen abholen. Also, du weißt, wie man Autos und so. Hinlegt. Willkommen zu Horizon Bacher. Okay, cool. Ja, mach bitte. Was hältst du von diesem Ort? Das wird die Adresse für Querfeldeinrennen. Bist du dabei? Klar, wenn es sein muss. Wenn du das heute noch lädst, ja, super, Bruder. Können wir beim nächsten Mal eigentlich mal anfangen, eine Story-Mission zu machen? Weil ich eigentlich gerne erstmal noch ein bisschen normal fahren würde. Okay, es sind neue XP-Tafeln da, das heißt, ich kann bis wir, also wenn ich ein paar Runden noch gespielt habe, das mal wieder machen. Aber erstmal möchte ich jetzt gerade, wenn es denn lädt, danke. Sieht in der Aufnahme schon sehr laggy aus, muss ich sagen, ja, gefällt mir nicht. Einmal gucken nach Automeisterung. Achso, das ist der Scheiß. Ja, wir können einmal Fuhrpark gucken, wir haben 2 neue Autos, nämlich ein Sport XJR15, also ein Jaguar und ein Nissan 240 SX. Aber wir haben auch bei Mine Horizon neue Wheelspins und vor allem müssten wir eigentlich noch Auszeichnungen haben. Genau. Ein BAC Mono und ein Hut. Und ein F-150. Was ist das? Ne, da ist noch eins. Ah, ein Vulkanologen-Thermalanzug. Okay, die sind dann schwarz. Nice. Sehr schön. Da sollen wir auch noch eins haben. Da. Ein Forsa-Link. Ich versuche ökologisch zu sein. Ne, zu fahren. Ah, okay. Ne, da wollte ich nicht hin. Moment. Da wollte ich hin. Ein Auto. Ein Chevrolet Bel Air Hoonigan. Keine Ahnung, was daran Hoonigan ist, aber okay. Und dann haben wir hier noch was.
Nämlich ein Geschenk, wahrscheinlich ein dummer Spruch, ja, natürlich. Ich würde 500 Meilen fahren. Was auch immer. Gut. Wir haben drei neue Autos. Ich würde sagen, das reicht für diesen Part noch nicht. Können wir mal Wheelspins machen auf jeden Fall. Ein Mini Countryman. Nice. Ein RS2. Immerhin keine dämliche Hupe. 25k, okay. Ich hätte vielleicht lieber die 125 genommen, aber okay. Schade, eine Hupe und kein Renault. 100.000, das gefällt mir sehr gut. Und nochmal 30k, ist okay. Die Super Wheels sind wir noch nicht. Ja, eventuell ein bisschen was dran verändert, wie man hört. Ich habe mit jemandem gesprochen, der einen Klassiker an einem Granero in der Gegend gefunden hat. Hättest du Lust, einen Pickup-Truck zu restaurieren? Vermutlich schon. Die Besucherzahlen bei Horizon Baja sind explodiert. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die immer davon träumten, herzukommen. Bring sie weiter her, Superstar. Also, kurz mal festzustellen, das Ding hat jetzt Allrad und alles an Leistung, was man aus dem Serienmotor rausholen kann. Beziehungsweise allgemein alles, was man aus dem Serienmotor rausholen kann. Ich könnte natürlich jetzt aber noch einen Motorswap bauen. Aber das habe ich mir erstmal gespart. Ich habe noch keine Ahnung, wie gut das Ding fährt. Neuer Wheelspin. 200.000, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann fahren wir hier mal hoch. Habe ich Allrad schon aufgezählt? Ich glaube schon, ne? Allrad. Ja, er hat jetzt alles, was geht eigentlich. So ungefähr. Wir fahren nochmal kurz den Scheiß da holen. Ich habe wirklich die Befürchtung, dass das Video laggt. Ich hoffe nicht. Sonst muss ich eventuell doch wieder auf Dingens gehen, weil gerade sieht es hart laggy aus. Ich kann mir merken, 17 Minuten rum. Und dann gucke ich gleich mal nach. Weil... dann beende ich den Part jetzt auch an dieser Stelle und hole noch schnell das Schild da oben. Aber das sieht halt übel laggy aus, ey. Das ist doch kacke. Ach man, warum ist das bei diesen neueren Spielen immer so ein Problem, ey? Habe ich es erreicht? Ja, ich habe es erwischt. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sind beim nächsten Mal wieder. Da machen wir dann nochmal ein paar von diesen Rennen hier. Allerdings. Dann hoffentlich als erster. Bis dahin, haut rein und tschüss.